Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das wilhelminische Zeitalter. Benannt nach ihm, Wilhelm II. Ein deutscher Kaiser, der Weltgeltung anstrebt für sich und sein Reich. Dafür setzt er auf die Seemacht und lässt eine Kriegsflotte erbauen, so schön wie die von England, wie er sagt. Das sorgt nicht nur in Großbritannien für Unmut. Auch dessen Verbündete, Frankreich und Russland, misstrauen der aufstrebenden Großmacht in der Mitte Europas, die mit Österreich-Ungarn bald isoliert dasteht. Im Mai 1913 treffen sich zur Hochzeit der Kaisertochter Victoria die gekrönten Häupter Europas in Berlin. Sie sind fast alle miteinander verwandt. Doch das harmonische Familienbild trügt. Längst arbeiten die Generalstäbe an Aufmarschplänen. Vor allem der Balkan gilt als Pulverfass. Die bosnischen Serben streben nach Unabhängigkeit vom Habsburgerreich Österreich-Ungarn. Ende Juni 1914 erschießt ein serbischer Nationalist das österreichische Thronfolgerpaar. Das ist der Zündfunke. Es ist eine ganze Weltordnung zusammengebrochen. Danach ist in Österreich-Ungarn eine sehr starke Kriegsstimmung gewesen. Man war ja schon satt bis da mit der serbischen Provokation. Für den Tod seines Neffen will der österreichische Kaiser mit den Serben abrechnen. Doch die sind mit Russland verbündet. Kaiser Franz Josef schickt einen Gesandten nach Berlin, um bei seinem deutschen Verbündeten Beistand zu erbitten. Kaiser Wilhelm gibt sich angriffslustig und erklärt für den Kriegsfall seine Unterstützung. Am 29. Juni 1914 eröffnen österreichische Geschütze die Kanonade auf Belgrad. Ist der Krieg noch aufzuhalten? Als auch Russland mobil macht, wendet sich der Kaiser in aller Eile an seinen Cousin, den russischen Zar Nikolaus, um die Katastrophe doch noch abzuwenden. Zu spät. Europa taumelt in den Krieg. Am 1. August 1914 verkündet auch der deutsche Kaiser in seinem Berliner Schloss die Generalmobilmachung. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland. Anfangs herrscht noch Kriegseuphorie. Jeder war begeistert und dachte wohl, das ist so ein Spaziergang, einmal Paris hin und zurück, ne? Viele junge Männer melden sich freiwillig an die Front. Für uns, junge Leute, war es die Fortsetzung eines glücklichen Soldatenspiels in vollkommener Unwissenheit über den ernsten Charakter eines echten Krieges, in dem man echt totgeschossen wird. Ein Weltkrieg um die Weltmacht mit 65 Millionen Soldaten. Der erste technisierte Vernichtungskrieg. Er gilt als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.